Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein weiteres Update und danke, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast. Das weiß ich sehr zu schätzen und wir starten heute rein mit drei Themen. Einmal, wie Tesla den Markt in Amerika immer weiter aufrollt. Da gibt es weitere Statistiken. Dann Panasonic hat jetzt eine Präsentation getätigt laut Reuters und Wall Street Journal in Japan und hat die neue Batteriezelle vorgestellt und dazu werden wir auch noch mal kurz drauf eingehen und was das bedeutet. Des Weiteren, der Auftrag schlechthin hat heute eingeschlagen wie eine Bombe, würde man hier tatsächlich sagen. Und es ist wirklich so, dass Hertz hier der Hauptakteur ist, warum hier auch die Aktie heute so durch die Decke geht. Und damit fangen wir auch gleich jetzt an. Und zwar, während wir hier nach Grünheide schauen, es wird uns auch hier in Deutschland betreffen, denn Hertz hat ganze 100.000 Model 3 gekauft. Jetzt wird man sich natürlich fragen, was für Model 3 haben sie gekauft? Und basierend auf dem Preis, der anscheinend da bezahlt worden ist, und da könntet ihr euch mal festhalten, sie bezahlen 4,2 Milliarden Dollar. Das bedeutet, dass sie um und bei den Listenpreis bezahlen. Das bedeutet auch, was noch nicht ganz klar ist, dass wahrscheinlich alle Autos die gleiche Farbe haben werden, weil ja nur die weiße Farbe zurzeit kostenlos ist. Es kann natürlich sein, dass man hier mit Tesla in dem Falle einen Deal gemacht hat, sonst haben sie aber den gesamten Betrag als Listenpreis ungefähr bezahlt. Also das ist sehr, sehr überraschend, da man es ja eigentlich von Autounternehmen wie VW kennt, dass wenn man eben halt solche Großbestellungen macht, dass man ja hier auch günstigere Preise bekommt. Das scheint aber anhand des Volumens hier runtergerechnet auf die 100.000 nicht der Fall zu sein. Des Weiteren ist daraus auch erkenntlich, aus den 4,2 Milliarden, dass es sich wahrscheinlich um die Standardvariante handelt, die ja dann auch wieder eine Preiserhöhung hat und ich glaube ungefähr bei 42.000 Dollar in diesem Moment ist. Das heißt, die Standardvariante ist wirklich nachgefragt und sie wird von Hertz in Zukunft eingesetzt und das soll auch erst der Anfang sein. Insgesamt will das Unternehmen 500.000 Elektroautos kaufen über die nächsten Jahre und da ist natürlich immer noch die Frage, ob es wirklich nur bei den 100.000 Autos bleibt. Und diese sollen bis Ende nächsten Jahres ausgeliefert werden. Die allerersten Model 3 Standard Range sollen dann auch schon ab November bei Hertz mietbar sein. Ob damit jetzt Amerika, Großbritannien oder Deutschland gemeint ist, Europa gemeint ist, es ist noch recht undeutlich, wie schnell wir hier in Deutschland bei Hertz diese mieten können. Und dann wird auch spannend zu sein, mit welchen Preisen sie da an die Kunden gehen. Grundsätzlich, wie gesagt, das ist der größte einzelne Kauf in der Elektromarktgeschichte. Und das ist ein Riesenzeichen für Tesla und es ist doch eine super Nachricht. Dann schauen wir einmal hier nach Austin, denn wir haben aus Amerika Zahlen und wir wissen ja, dass Tesla 241.000 Autos im letzten Quartal verkauft hat. Und es ist in Amerika so, dass die Zahlen für Amerika selber nie groß bekannt gegeben werden, sondern man muss sie sich immer zusammensuchen. Und hier haben wir nochmal gute Berichte, denn in den USA sind es jetzt 100.000 Autos gewesen. Damit ist Tesla inzwischen auf dem 11. Platz. Und damit meine ich nicht den 11. Platz jetzt im Elektrobereich, was ja ungewöhnlich wäre, sondern der 11. Platz für alle Automarken und alle Autos, die im dritten Quartal verkauft wurden. Tesla hangelt sich hier immer weiter nach oben. Der 10. Platz sind 140.000, also da ist noch ein kleiner Abstand auf Subaru. BMW und VW sind aber hier schon abgeschlagen. VW mit als Kernmarke mit 79.000, BMW mit 76.000, auch Mercedes schon weiter hinten. Die Deutschen haben ja immer schon ein bisschen Schwierigkeiten auf dem amerikanischen Markt gehabt und natürlich hat Tesla hier als Marke, als amerikanische Marke natürlich einen sehr großen Vorteil, aber man sieht, dass Tesla immer weiter sich nach oben arbeitet und 100.000 Autos in einem Quartal in Amerika und damit der 11. Platz sind doch schon mal gute Zahlen. Da sind natürlich Unternehmen wie Ford, GM, Chrysler etc. noch sehr weit entfernt, beziehungsweise Stellantis, da ist natürlich noch sehr, sehr viel Platz nach oben.
Und als nächstes Thema müssen wir auch noch mal auf das Thema der neuen Batteriezellen eingehen. Wir wissen ja, dass wir alle darauf warten, dass in Grünheide die neuen Batteriezellen kommen. Und mir ist es einfach sehr wichtig, dass ich euch ab und zu da ein Update gebe. Und hier hat natürlich Panasonic als langjähriger Partner von Tesla jetzt bekannt gegeben, dass es hier laut Wall Street Journal, aber auch Reuters eine Präsentation gab. Diese Präsentation hat in Tokio stattgefunden. In diesem Jahr wurde wohl hier auch schon eine Pilotstrecke aufgebaut, um diese neuen Zellen zu testen. Es wurde auch bestätigt in der Präsentation, das, was Tesla ja schon im Vornherein gesagt hatte, dass die Zellen ungefähr fünfmal so hohe Kapazität managen können im Vergleich zu dem, was wir derzeit haben. Und des Weiteren wurde darauf eingegangen, dass Panasonic wirklich versucht, hier jetzt dann in 2022 ab März mit einer ersten Produktionslinie an Start zu gehen. Das wird natürlich so wie bei Tesla laufen. Es wird natürlich ein bisschen länger dauern, diese Pilotlinie dann hochzuziehen bzw. diese Testproduktion hochzuziehen. Wir wissen aber, und das wissen wir ja auch hier aus China, wenn wir hier gerade nochmal nach Shanghai gehen, wir wissen, dass die 10 Gigawattstunden, die Tesla hier schon fast mit dieser Testproduktion erreicht, auch schon einen Einfluss auf Tesla haben können. Panasonic hat des Weiteren bestätigt, dass sie eben halt dann die Batterien an Tesla liefern werden. Und wenn wir nach China schauen, wir wissen, dass zum Beispiel Kattel, aber auch Sony, natürlich LG versuchen hier auch auf diesem Markt Tesla zu beliefern. Panasonic ist jetzt das erste Unternehmen von all den Batterienunternehmen, mit denen Tesla arbeitet, die hier in solche Details und Zeitpläne und Zeitrahmen reingegangen sind. Da haben wir von Kattel, aber auch von LG noch nichts weiter gehört. Grundsätzlich hatten ja die anderen Batterieunternehmen auch bekannt gegeben, dass sie mit diesen Zellen arbeiten wollen. Es bleibt also abzuwarten. Wir wissen ja nun, dass die neue Batterie bzw. die etwas größere Batterie in die Model 3 jetzt sehr wahrscheinlich eingebaut wird. Und wir haben natürlich mit Kattel und den LFP-Batterien natürlich auch einen sehr, sehr wichtigen Partner von Tesla-Seite hier, der sicherlich in den nächsten Monaten oder im nächsten halben Jahr hier gegebenenfalls dann auch noch weitere Updates gibt, ob diese neue Batterie dann auch von ihnen produziert wird und was der Zeitplan hier sein wird. Grundsätzlich wissen wir also jetzt von Panasonic den Zeitplan und das ist ja erstmal erfreulich und wir sehen, dass es dringend, dringend notwendig ist. Also wenn Hertz hier grundsätzlich jetzt im Model 3-Bereich so einen großen Auftrag macht. Es gibt ja noch andere Autovermieter weltweit. Das könnte natürlich einen Domino-Effekt geben. Ich bin mal gespannt, was noch von anderen Unternehmen kommen wird. Sixt hatte ja eher eine kleine Flotte bis jetzt bekannt gegeben. Aber es gibt ja auch noch andere Anbieter da draußen, wie zum Beispiel Europcar etc. etc. Ich danke dir, dass du heute wieder dabei gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und dementsprechend wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und wir sehen uns natürlich morgen wieder. Bis